Wir wollen heute noch mal einen Punkt kurz ansprechen, der mir in der letzten Zeit immer wieder aufgefallen ist. Und zwar geht es darum, ob mein Hund den Suchen für verstanden hat, ja oder nein. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Hund schon ganz viele Gelegenheiten hatte, diesen Pfiff, den du dir gewählt hast, mit der kleinen Suche, also mit dem kleinen Suchenbereich, auch zu verknüpfen, grundsätzlich. Vielleicht erstmal in verschiedenen Situationen. Dann gehen wir ja häufig hin und machen so etwas wie eine Signalkontrolle. Also, dass dein Hund beispielsweise mit dem Rücken zum Gebiet sitzt, du den Pfiff gibst und der Hund sich bestenfalls dann eben entsprechend aufbewegt und in die kleine Suche aufmacht. Und ganz oft stoppt es an diesem Punkt, dass wir mit dem Training fortfahren. Denn vor dem Hund stehen und Suchenpfiff geben ist doch gleich das Endziel, ja oder nein? Ganz oft ehrlich gesagt, nein. Denn wir bekommen ganz schnell mit, dass sobald wir uns dann entfernen vom Hund, also sobald wir mal etwas weiter wegstehen als 5 Meter oder was auch immer so die bisherige Komfort oder der bisherige Komfortbereich für uns war, dass der Hund auf einmal auf uns zukommt oder was auch immer. Oder noch mehr Schwierigkeiten hat, vielleicht mehr nachdenkt oder was auch sonst noch so passieren könnte. Das heißt, achte immer darauf, dass an dieser Stelle das Training nicht stoppt. Also mit, ich kann mich vor meinen Hund stellen und vielleicht eine ganz kurze Distanz zum Hund einnehmen und dann meinen Suchenpfiff geben, ist der Suchenpfiff nicht automatisch auch auf 100 Metern oder wie weit auch immer auslösbar. Denn das muss ich natürlich auch wieder Schritt für Schritt immer mal wieder ins Training einbauen. Und jetzt machen wir das einmal, dass wir auf kurze Entfernung Plinte suchen lassen. Und wir dann einmal das auf weiter Distanz tun und später auf der weiten Distanz auch nochmal eine Verleitung mit einbauen. Also ein kleines bisschen fortbewegen aus dem Punkt, dass man nah am Hund steht. Denn worauf wollen wir hinarbeiten? Die Frage, die ich dann oft gestellt bekomme, darf ich noch das Wort, was auch immer du für die Suche etabliert hast, oder das Menschen dann was mit den Händen machen, um den Hund zu animieren, loszugehen. Und da stellt sich immer die Frage, worauf will ich denn den Hund konditionieren? Eigentlich ja darauf, dass ich auch auf Entfernung, wenn mein Hund draußen ist, wo ich nicht mehr präsent bin, körpersprachlich, zumindest nicht mehr in der Form, wie ich es bin, wenn ich nah am Hund stehe. Und da kann ich halt nichts mit den Fingern wischen, außer ich kann meinem Hund natürlich sagen rechts oder links oder was auch immer. Aber das hier sieht mein Hund da hinten halt nicht. Das heißt, dieses akustische Geräusch des Suchenpfiffs sollte ausschließlich das sein, worauf wir kommen wollen, dass der Hund dann auch wirklich anfängt, klein zu suchen. Und diese ganzen kleinen Hilfen, die wir gerne benutzen, also die Hand, Kopfnicken, alles das, wollen wir natürlich Stück für Stück immer wieder wegbauen. Unter Umständen müssen wir da nochmal einen Schritt zurückgehen, viele Wiederholungen dem Hund geben, dass er einfach die Verknüpfung festigen kann und wir dann Schritt für Schritt alles zurückbauen können, was wir genutzt haben, um den Hund in das Verhalten hineinzulocken. Jetzt weiter mit der Übung. Kleine Suche, ein bisschen ausgedehnt. Es geht los. So, Flinte sitzt da hinten schön brav in dem hohen Bewuchs. Jetzt kriegt sie einmal den Suchenpfiff ohne körpersprachliche Hilfestellung, nur den Pfiff. Kurze Entfernung, ich stehe jetzt 8-9 Meter vor ihr. Ich mache den Pfiff einmal, das ist für mich das Anschalten des Suchenpfiffs und das Verhalten beendet sich durchs Auffinden des Gegenstandes. Jetzt
machen wir das noch einmal aus weiter Entfernung. 17. Oh, ich hoffe, du siehst sie da hinten noch. Einmal da. Sitzt das kleine Ding. Jetzt machen wir noch mal einmal separat den Suchenpfiff auf weiter Entfernung. Ja, Sui! Gutes Mädchen! Klasse! Hui! Gute Mausi! Gut, jetzt bringe ich sie noch einmal hinter. Ui, klasse. Feine Maus. Hündchen sitzt da hinten. Jetzt machen wir noch was Gemeines. Ein Dummy vor mich. Gut so. Dauert ein bisschen. Ihr seht sie jetzt wahrscheinlich nicht um die Ecke. Aber sie bleibt schön im Bereich. Ich sehe gerade an ihr, dass sie fast dran sein müsste. Jawohl, klasse! Prima! Ja, supi! Gutes Mädchen! Dankeschön! So, jetzt darf sie das hier noch suchen. Hallo! Ja, super! Ganz wichtig sind zwei unterschiedliche Sachen für mich. Kleiner Suchenpfiff heißt wirklich ruhig da, wo du bist. Und eben nicht rennen wie verrückt, sondern schön da entspannt suchen. Aktuell an der Stelle, wo du dich gerade befindest. Bei Lost darf sie ein bisschen anders reingehen und dürfte auch rein theoretisch größer werden. Das nochmal als kleine Idee für euch, für das Thema kleiner Suchenpfiff und die Arbeit ist nicht beendet, wenn ich mich vor den Hund stellen kann und den Suchenpfiff auslösen kann. Ich muss dann auch noch Distanz reinbringen, Verleitung wieder weiter reinbringen, wie das immer so ist. Immer ein kleines Stückchen weiter und ein kleines bisschen schwerer, damit die Fertigkeit sich besser setzen kann.